Hallo meine Freunde, hier spricht wieder euer Random Life und heute tatsächlich mal mit dem iPhone unterwegs, weil ich meine GoPro nicht mit habe. Ich bin in Berlin und ich möchte euch heute mal den Ort zeigen vom ehemaligen Führerbunker, da wo Adolf Hitlers letzte Stunde geschlagen hat. Und ich sehe auch schon den Parkplatz, denn diese Location, das war ein ehemaliger Tiefbunker. Die alte Reichskanzlei gibt es heute natürlich so nicht mehr. Jedenfalls nicht oberirdisch, unterirdisch gibt es die tatsächlich noch oder Teile davon. Und oben ist jetzt ein großer Parkplatz drauf. Und das Einzige, was daran erinnert, ist das, ja, wie soll man dazu sagen? Es ist ja keine Gedenktafel, sondern es ist eher eine Aufklärungskarte. Und die schauen wir uns als erstes an. Bis gleich. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht überfahren werden. Genau, das ist der Parkplatz und hier sehen wir die Karte. Einige Informationen, das war das Luftbild, die alte Reichskanzlei, komplett zerstört. Zum Schluss wurde auch mit Artillerie draufgeschossen. So, um den sogenannten Führerbunker ranken sich bis heute die größten Legenden. Dabei war dieser Tiefbunker nur einer von einer unter vielen im Regierungsviertel rund um die Wilhelmstraße und hatte nicht einmal die Kapazität eines gewöhnlichen öffentlichen Luftschutzbunkers. Natürlich nicht, weil hier auch keine Zivilisten untergebracht waren, sondern Adolf Hitler. Dementsprechend muss er natürlich nicht so groß sein. Im Nachhinein wurde er oft in seiner Größe verklärt und überinterpretiert. Chronologie 1935 bis 1942 beim Neubau eines Diplomaten Empfangssaals der alten Reichskanzlei errichtete die Firma Hochtief einen ersten Luftschutzkeller. Deckenstärke 1,60 Meter, Wandstärke 1,20 Meter. Die Baukosten liegen bei 250.000 Reichsmark. Hitler nutzte diesen Schutzraum während der ersten britischen Luftangriffe auf Berlin 1940. Und ich würde sagen, ihr seht, es wird gerade voll. Wir schauen uns jetzt erstmal das Gelände an und starten einmal hier am Eingang des Parkplatzes. Und jetzt konnte ich euch leider nicht die Gebäude zeigen. Also das ist quasi der Bereich der alten Reichskanzlei. Es ist heute eigentlich kaum noch etwas zu sehen von damals. Und man hat sich nach dem Krieg dazu entschlossen, das nicht zu einer Pilgerstätte heranwachsen zu lassen, sondern man wollte mit diesem Ort so umgehen, dass man ja eine Neutralität geschaffen hat. Jetzt entscheidet aber selber, ob das geklappt hat, dass es keine Pilgerstätte geworden ist. Ja, also ich sehe keine Rechtsradikalen etc. Von daher, das wird sicherlich geklappt haben. Vielleicht kommen die aber auch zu einer anderen Uhrzeit. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, das ist eins der krassesten Wahrzeichen beziehungsweise wie sagt man dazu? Wenn Menschen Sehenswürdigkeiten von Berlin. Teilweise kommen Menschen extra aus fernen Ländern nur dafür. Schaut euch mal an, wie viele Menschen da gerade noch kommen. Da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe. Da kommt eine riesige Schulklasse. Es ist einfach unvorstellbar. Also, wir befinden uns jetzt mitten auf dem Bereich, wo der Bunker war. Und ja, man kann auf jeden Fall heute nichts mehr ahnen, wie das damals war, was die Leute damals empfunden haben. Vielleicht kennt ihr den Film Hitler, der Untergang oder so hieß der, glaube ich. Waren drei Teile, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das war ein anderer Film. Genau, ich glaube, der Untergang hieß der Film. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der zeichnet die letzten Stunden, letzten Tage von Adolf Hitler und Eva Braun und dem Stab in diesem Bunker. Und da kriegt man einen ganz guten Eindruck, wie es damals gewesen sein könnte. Rochow Smitsch, den hat man für diesen Film befragt. Und der bekommt auch die Möglichkeit, seine Erfahrungen in diesem Abspann dann auch darzustellen. Und auf jeden Fall diejenigen oder die Personen, die sich dafür interessieren, auf jeden Fall mal anschauen. Sehr guter Film. Und wir schauen uns weiter in das Gelände an.
Ich hoffe gleich, dass wir nochmal die Chance haben, auf diese Informationstafel zu schauen. Aber das sieht nicht gut aus, Leute. Also der Kollege hier, der Fremdenführer, er ist wieder da, kennt ihr vielleicht? Auch empfehlenswert, definitiv. Und er hat gerade die Kinder, die Jugendlichen gefragt, wie man in der heutigen Zeit darauf reagieren würde, wenn ein Adolf Hitler nochmal kommen würde. Und er hat das tatsächlich mit diesem Film beschrieben, mit einer Parodie. Am Anfang findet man das noch lustig, feiert das vielleicht sogar. Und später merkt man dann, in welche Abgründe man sich eigentlich begeben hat. Kleine Anekdote oder kleine persönliche Meinung von mir. Wir sind genau so schlau oder genauso dumm wie früher. Da hat sich nicht viel verändert. Wenn der in Anführungszeichen Richtige kommt, dann gehen wir wieder mit. So, also, ich glaube, keine Chance. Ich habe ein Foto von der Schautafel gemacht. Ich werde sie gleich hier einblenden. So. Ja, und ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Es gibt ja hier noch die ehemalige Reichsautobahn. Die sollte unter die Straße des 17. Junis gebaut werden. Und Teile davon existieren noch. Und ich weiß genau, wo der Eingang ist. Das ist heute Gullideckel, sehr gut verschlossen. Leider nicht für Urbexer und so weiter zu begehren. Auch für eine Führung nicht möglich, weil es einfach zu gefährlich da unten ist. Aber den Eingang möchte ich euch trotzdem mal zeigen. Und ich glaube, schaut euch das nochmal an. Das ist unvorstellbar, wie viele Menschen hier hinkommen, wie viele Leute sich dafür interessieren, egal aus welchen Ländern, alles dabei. Ich habe jegliche Sprache gehört und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo meine Freunde. Ja, ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt noch zum Tiergarten fahren, sollten wir die Gelegenheit noch nutzen, um einmal hier das Denkmal der ermordeten Juden anzuschauen. Im Hintergrund seht ihr dieses Denkmal und das Denkmal ist so angeordnet, dass verschiedene Betonklötze rechteckig hier auf verschiedenen Höhen installiert wurden und so angeordnet wurden, dass es schon fast einem Labyrinth gleicht. Aber schaut mal her, es sind trotzdem klare Linien, sodass man sich nicht wirklich verlaufen kann. Und ich denke, das ist auch genau der Sinn dahinter. Und ich schlage vor, wir reden gar nicht mehr lange, wir gehen jetzt direkt mal rein, damit ihr einen kleinen Überblick bekommt. So, wir gehen jetzt direkt rein. Gibt hier sehr viele Eingänge. Und ihr seht jetzt schon, dass ich tiefer und tiefer reingehe, also vom Niveau her. Die Blöcke sind jetzt teilweise schon größer als ich. Und wir können theoretisch 1:1 durchgehen und hätten gar kein Problem, uns zu verlaufen. Auch hier kein Problem. Aber stellt euch vor, es ist dunkel. Ihr seid ein bisschen gehetzt, dann besteht schon die Möglichkeit, dass man sich hier so ein bisschen verläuft. Und der Boden ist auch nicht ganz eben, ihr seht das. Der ist leicht angeschrägt und auch leicht wellig. Und auch das ist natürlich gewollt, um hier einen Eindruck zu verschaffen, dass man sich nicht 100% wohlfühlt. Und hier, das ist mittlerweile, das sind bestimmt 3 Meter. Und da fühlt man sich natürlich mickrig und klein. Und ich glaube auch, dass wenn man KZ-Insasse war, dass man sich da auch sehr klein gefühlt hat, weil man ja keine Macht hatte über sein eigenes Leben, über seine Gesundheit. Das ist jedenfalls meine Interpretation von diesem Denkmal. Ich habe Glück, dass ich gerade so gut wie keine Menschen hier treffe. Sonst ist das natürlich immer sehr gut besucht, aber wir haben mitten unter der Woche. Und schaut euch das mal an. Riesengroß. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schnurstracks zum Tiergarten. Vielleicht gucken wir uns noch die Siegessäule an, wenn die Zeit dafür reicht. Denn gleich geht mein Flugzeug zurück. Ja, es gab eine Zeit lang das Phänomen, dass sich hier Pärchen getroffen haben nachts
und hier sich für Sextreffen verabredet haben. Ich weiß nicht, ob diese Zeit noch da ist, weil die Stadt hat auf jeden Fall was dagegen getan und hier Ordnungsamt eingesetzt. Und auch hier in diesem Bereich wird gerade noch gebaut. Emergency Notausgang. Die Frage, wo geht es da hin? Vielleicht ist da noch ein Museum drin und das ist der Notausgang. So sieht es auf jeden Fall aus. So, wir sind jetzt am, ich hoffe, ihr hört mich, wir sind jetzt am sowjetischen Ehrenmal. Das habe ich bisher mir auch noch nie vom Nahen angeschaut. Ich weiß auch gar nicht warum. In der heutigen Zeit natürlich extrem kontrovers. Und das ist alles hier am großen Tiergarten. Alles auf diesem Gelände. Auch der, das Ehrenmal der ermordeten Juden ist hier in der Nähe. Es ist eigentlich alles hier im direkten Umfeld. Und da stehen schon die russischen T-34. Da hinten. Und da gehen wir jetzt auch direkt hin. Also seht es mir nach. Ich habe leider keine GoPro dabei. Ich bin überhaupt nicht ausgerüstet. Keine Taschenlampe, gar nichts dabei. Und ich habe wenig Zeit. Mein Flugzeug geht nämlich gleich. Also ich habe, glaube ich, noch eine halbe Stunde. Das schaffen wir. Dann muss ich ungefähr 2 Stunden vorher am Flughafen sein. Und ich gebe euch jetzt schon mal einen Einblick auf das Denkmal. In vielen anderen Ländern sind die komplett demontiert, teilweise gesprengt worden. Hier in Berlin gibt es die noch. Und ich drehe die Kamera mal um. Da seht ihr das auch schon. Und hier vorne stehen die russischen T-34, die lange Zeit den deutschen Panzerkommandanten das Fürchten gelehrt haben. Weil die alten Panzer 2, 3, 4 mit den Standardkanonen nicht dagegen angekommen sind und die mit ihren Kanonen die Panzer aus einer guten Entfernung abschießen konnten. Die hatten trotzdem einen großen Nachteil, die russischen Panzer. Die waren nicht richtig geschult auf die Panzer, musste sehr schnell gehen. B, hatten sie keine Kommunikationstechnik, jedenfalls am Anfang nicht. Bedeutet, die waren auf sich gestellt, es gab keine richtige Taktik. Und da waren die Deutschen im Vorteil, weil die natürlich über jahrelange Erfahrung auch in der Vorbereitung zehren konnten und inklusive dann der Kommunikationstechnik ihre strategischen Vorteile dann auch komplett ausspielen konnten, sodass der T-34, obwohl er das Schlachtfeld dominiert hat, keine wirkliche Chance hatte gegen die Panzerkommandanten. Und wie das im Krieg immer ist, Krieg ist auch ein Treiber für den Fortschritt. Hat Deutschland dann nachgezogen mit dem Panther, Tiger und so weiter. Ihr kennt das Thema. Da gehe ich jetzt nicht so tief drauf ein. Das ist das Ehrenmal. Wir kümmern uns aber erstmal hier um das Geschütz. Das sind tatsächlich Geschütze, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Schlacht von Berlin zum Einsatz gekommen sind. Also ein Originalrelikt aus der damaligen Zeit. Ich gebe euch mal hier eine Volltotale, da können wir besser, glaube ich, das Geschütz erkennen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo auch ein Datum erkennen können. Das ist wahrscheinlich eher die laufende Nummer. Aber häufig war auch das Datum der Produktion aufgedruckt. Hier ist der Verschluss, da hat man dann die Granate eingesetzt und hier, genau, da sehen wir es doch. 2400 Kilopoints, 2250 KF, keine Ahnung, was KF bedeutet. Aber das Datum 1937, da steht's, Leute, 1937. Haben wir also doch entdeckt. Schon imposant. Also tatsächlich gibt es einen großen psychologischen Unterschied, ob man aus der Luft bombardiert wird oder aber ob die Artillerie trifft. Weil wenn die Artillerie trifft, dann sind das maximal, ich glaube, das hatte eine
Geschossentfernung von 12 oder 16 Kilometern. Das bedeutet, der Gegner war schon sehr, sehr nah dran. So, T-34 mit der kurzen Kanone. Sprich, das ist nicht der Strich 85, es ist also eins der ersten Modelle. So, ich suche mal wieder auf normal, damit ihr den schon mal sehen könnt. Also auch der Panzer, Originalrelikt aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, kam hier zum Einsatz. Und da ist er. Der thront hier über dieses Denkmal. Und hier fahren Zehntausende Menschen jeden Tag lang und haben einen Blick auf das sowjetische Ehrenmal im Tiergarten. So, da zoome ich mal ran. So sah der Reichstag damals aus. So, das ist eine Grabstätte für mehr als 2000 sowjetische Soldaten, die im April... So, ich mach das mal so. Die im April und Mai 1945 in den Kämpfen um Berlin getötet wurden. Zugleich Ehrenmal der sowjetischen Armee für den Sieg über den Nationalsozialismus. Errichtet im Sommer und Herbst 1945, also direkt nach dem Krieg, eingeweiht am 11. November 1945, im Dezember 1990 von der sowjetischen Armee in deutsche Hand übergeben. Die Gedenkstätte wird durch das Land Berlin gepflegt. So, und mit dem Blick werden wir uns jetzt einmal auf die andere Seite begeben, denn da ist der Eingang. Und wir haben gerade echt Glück, da könnte sogar dranbleiben. Eingang in die Unterwelt von Berlin. Das möchte ich euch ganz kurz mal zeigen. Ich hoffe mal, dass ich auf Anhieb den Eingang finde. Und ich glaube, ich habe ihn schon gefunden, Leute. Das ging diesmal schnell. Denn hier gibt es unter unseren Füßen die sogenannte Reichsautobahn des Führers. Und ich musste kurz warten, bis die Polizei weg ist. Ich habe nämlich keinen Bock darauf, jetzt angesprochen zu werden. So, und das ist der Eingang in die Unterwelt, Leute. Schaut euch das an. Über diesen Mechanismus, beziehungsweise, das ist ja kein Mechanismus, das ist ein Gullideckel, kommt man da rein. Hier müssen wir wahrscheinlich einen Schlüssel einführen und dann wird hier vielleicht ein Hebemechanismus angesetzt. Aber genau weiß ich es nicht. Ich würde auf jeden Fall ultra gerne mal da reingehen. Und ja, ich zeige euch noch mal, wo diese Autobahn lang gehen sollte. Dass ihr mal einen Überblick bekommt, was hier überhaupt geplant wurde. Und vielleicht fragt ihr euch, warum überhaupt? Hitler wollte ja Berlin umbauen in Germania und hat ja die Nord-Süd-Achse geplant. Das ist die Nord-Süd-Achse. Straße 17. Juli bis zum Brandenburger Tor da hinten. Da hinten ist die Siegessäule. Und das sollte alles unterirdisch werden. Und hier sollten monumentale Bauwerke entstehen. Jungs, da hinten ist der Reichstag. So, da hinten ist der Reichstag. Monumentale Bauwerke entstehen. Und einige wurden auch begonnen und andere wurden nie realisiert, weil sie einfach zu utopisch waren. So, und hier sehen wir noch weitere Relikte der damaligen Zeit, Lüftungsbauwerke, weil solche Bauwerke, solche tiefe Anlagen müssen natürlich auch belüftet werden, weil vielleicht auch Gase etc. entstehen. Sie müssen begangen werden, weil es besteht natürlich auch Einschussgefahr über so viele Jahre und deswegen muss die Stadt hier auch öfters reingehen. Also von daher, Leute, mega spannend. Und ich gucke mal, dass ich noch die Zeit finde, zur Siegessäule zu gehen, weil auch da noch viele Relikte aus der damaligen Zeit zu erkennen sind. Und was, das zeige ich euch gleich. So, ich bin nochmal zurück zum sowjetischen Ehrenmal und habe ein ganz besonderes Detail gerade gefunden am russischen T-34. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und zwar seht ihr im Hintergrund unterschiedliche Räder. Einmal glatt und einmal sieht aus wie ein LKW-Reifen. Und da würde ich gerne mal von den Experten wissen, warum gibt es hier unterschiedliche Reifen? Ich drehe mal meine Kamera. So, da sehen wir, hier sieht aus wie ein LKW-Reifen.
auch mit so einer Perforation hier ein Loch. Und dann haben wir wiederum hier einen ganz glatten Reifen. Dahinter ist übrigens wieder so ein LKW-Reifen. Vielleicht hat man sich einfach nur beholfen und hat tatsächlich LKW-Reifen genommen. Also nochmal die Frage an die Experten. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, was das bedeuten könnte. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schaut mal hier unten, gibt es noch einen ehemaligen Motorstieg, der ist aber verschweißt. Wahrscheinlich, dass man nicht da reinkommt. Hinten ist auch noch einer drauf. Ja, und nochmal der Blick hier mit den zwei Kanonen über das Ehrenmal. Und ich fahre weiter. So, ich sehe die Siegessäule und sollte vielleicht vom Fahrradweg runtergehen, genau, damit ich hier auch nicht überfahren werde. Und mir ist eine Sache ganz wichtig, ich war hier schon ein paar Mal, auch zu Love Parade übrigens, ich bin schon ein bisschen älter, ist mir aber noch nie so wirklich aufgefallen. Und das will ich heute einfach auch nochmal überprüfen, ob das tatsächlich so ist wie in den Videos. Und ja, es ist tatsächlich so. Nämlich Einschussspuren. Ich zeige euch die mal. So, das ist eins der Eingangsbauwerke zur Siegessäule. Und da seht ihr schon, überall Schrapnelle, Beschussspuren. Hier wurden sogar Teile ausgebessert. Also ich denke, das ist eine Mischung aus Granatschrapnellen oder Artillerieschrapnellen und auch Geschossen. Also hier muss es richtig abgegangen sein, denn das ganze Bauwerk ist voll davon, komplett durchsiebt. Hier sieht man es ganz besonders. Und hier, die komplette Wand ist komplett durchsiebt. Aber es sind keine konzentrierten Schüsse, sondern es ist eher komplett im gesamten Bereich. Sodass sich wahrscheinlich da oben keine verschanzt haben, würde ich jetzt mal so tippen. Sonst würde es um die Fenster herum, ich habe das in Stalingrad gesehen, vermehrt Einschüsse geben. So, und wir schauen uns mal hier die Tafel an, ob wir was Spannendes entdecken können. Das war damals die Einweihung. Spiegelt leider ein bisschen. So ist der Aufbau. Ich war auch schon mal oben, das ist ganz schön anstrengend. Und so sah Berlin 45 aus. Aber die Siegessäule stand noch, Leute. So, und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rüber zur Siegessäule. Ich habe sie auch noch gar nicht gezeigt. Da steht sie. Ja, kein Wunder, dass da stand, hier kann ja keiner gestanden haben, weil schaut euch mal den Höhenunterschied an. Das macht ja gar keinen Sinn. Zu den Spuren der Geschichte, die heute die eigentliche Aussage der Berliner Siegessäule ausmachen, gehörte auch die Umsetzung vom Königsplatz auf dem Großen Stern im Dritten Reich als Etappe auf der geplanten monumentalen Ost-West-Achse, die vom Schloss bis zum heutigen Theodor-Heuss-Platz und darüber hinaus reichen sollte, war sie zusammen mit dem ebenfalls umgesetzten Denkmälern Moltkes, Rohns, Bismarcks und um 6,50 Meter in der Höhe und in der Sockelbreite vergrößert. Am ebenfalls westlichen verbreiterten großen Sternsymbol für das untergegangene Kaiserreich. Albert Speer entwarf dazu vier Tunnelhäuser, in einem sind wir gerade, und Tunnelbauten. Das ist der Tunnelbau, über die das Denkmal gefahrenlos erreicht werden konnte, wegen der Autos. Die hier sichtbaren Fliesen der Firma Willeroy & Boch von 1939 gehörten zum ursprünglichen Ausgestaltung des Tunnels. Also, alles Original, Leute. Oder die hier. Ich denke eher, dass die hier gemeint sind. So. Bis gleich. Und da steht die Madame.
Man glaubt gar nicht, wenn man mit dem Auto dran vorbeifährt, wie riesig die eigentlich ist. So, und wir sind da reingegangen und sind jetzt hier rausgekommen. Und es gab 4 solcher Eingangsbauwerke. Und wir schauen uns jetzt mal die Kammspuren an, die hier noch zu sehen sind. So, das Relief. Und da sehen wir auch schon den ersten. Ziemlich genau da. Ich zoome mal ein bisschen heran. Genau da bei der Dame gibt es einen Treffer, der wird wahrscheinlich von da gekommen sein. Da haben wir einen. Ganz viele kleine. Na, das wird keiner sein. Hier aber. Hier haben wir einen. Da haben wir welche. Da. Aber eigentlich relativ wenig, ne? Dafür, dass hier gekämpft wurde. Ich meine, es müssten noch mehr kommen. Hier sind da immer mal ein paar. Da ist der Kopf ab von dem Kollegen. Hier gibt es auch da ein paar Treffer. Da oben gibt es welche. Och, schaut euch mal an, wie groß das ist. Hier haben wir die Abplatzer. Ja, von der Seite. Da sehen wir es. Hier ist alles voll. Das ist ja Marmor. Das bedeutet, hier ging es also richtig zur Sache. Da, die Dame hat einen Kopftreffer bekommen und einen Herzschuss. Von dem Kind wurde der Kopf amputiert. Ganz viele Köpfe fehlen da. Da wurde auch, sind auch ein paar eingeschlagen. Hier wurden richtig viele. Ja, das ist die Seite, wo viel gekämpft wurde, beziehungsweise wo Granatsplitter eingeschlagen sind. Auch hier. Und hier auch alles voll. Auch hier. Auch hier. Sieht hier drin aus uns. Aber wir haben leider nicht die Zeit, uns das Ding von Berlin von oben anzugucken. Auch hier alles voller Einschusslöcher oder Abpraller. Auch hier. Die meisten sehen das, glaube ich, gar nicht, die hier hinkommen. So, machen wir mal wieder ein bisschen weiter. Und ja, mit diesem wunderschönen Blick über die Siegessäule sag ich jetzt erstmal Tschüss. So, meine Freunde, das Grande Finale. Für heute leider das Letzte, was wir uns anschauen können. Wir sind hier gerade am Finanzamt von Berlin angekommen. Und da möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Und das ist quasi Bismarckstraße, sehe ich gerade. Ecke Kaiser-Friedrich-Straße. Und ich habe noch ungefähr 80 bis 100 Meter zu laufen. Und von da aus melde ich mich dann gleich wieder zurück. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Also auch hier wieder monumentalischer Bau aus der NS-Zeit. Auch hier gegenüber das wunderschöne Gebäude. Aber das, was ich euch zeigen möchte, ist hier, auch mit diesen riesigen Säulen. So, hier thront noch der Reichsadler. Das Hakenkreuz wurde damals bei der Entnazifizierung entfernt. Aber den Adler hat man dran gelassen. Wer weiß, ob er vielleicht sogar unter der 48 thront. Das weiß man nicht. Schaut euch mal diese riesigen Säulen an. Auch hier gibt es ab und zu Einplatzer. Mal schauen, ob wir. Irgendwas erkennen oder sehen. Gehen ein bisschen näher ran. Ja, wer weiß, ob der da drunter noch ist.